Das bayerische Landeskabinett tagt und es geht auch um ein Papier, das CSU-Chef Seehofer den Rücken stärkt. Im Streit mit der Bundeskanzlerin um Obergrenzen für den Flüchtlingszuzug. Ein Gutachten, das beim renommierten früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in Auftrag gegeben wurde, räumt dem Freistaat Erfolgsaussichten bei einer möglichen Verfassungsklage Bayerns gegen die Bundesregierung ein. Di Fabio vertritt offenbar die Auffassung, dass der Bund derzeit nicht angemessen auf den anhaltenden Zuzug von Flüchtlingen reagiert. Er müsse bei seinem Handeln die Interessen der Bundesländer berücksichtigen. Dies gelte besonders bei der Aufgabe, die Grenzen vor unkontrollierter Einreise zu schützen. Zudem bestehe keine Pflicht zu einer unbegrenzten Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen. Es gebe keinerlei rechtliche Verpflichtung Deutschlands, den Schutz aller Menschen weltweit per Einreiseerlaubnis zu garantieren, so heißt es in dem Gutachten. Wir werden nun dieses Gutachten zum Anlass nehmen, gegenüber dem Bund die Erfüllung der ihm obliegenden verfassungsrechtlichen Pflichten anzumahnen. Die Kanzlerin steht jetzt also noch stärker unter Handlungsdruck. Die Koalition hat sich auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Köln auf einen gemeinsamen Vorschlag zur Erleichterung der Ausweisung von kriminellen Ausländern verständigt. Bei Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen Eigentum und auch bei Angriffen auf Polizisten. Senken wir die Hürden in allen Fallkonstellationen deutlich ab. Ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse kann in Zukunft bei den Tätern schon vorliegen, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Nach dem Willen der Koalition soll dieser Vorschlag jetzt schnell Gesetz werden. Inzwischen haben die bayerischen Behörden bestätigt, dass einige Flüchtlinge, die angeben, nach Skandinavien weiterreisen zu wollen, nach Österreich zurückgeschickt werden. Es handle sich um die konsequente Umsetzung der sogenannten Dublin-Verordnung, so heißt es. Demnach werden in einem EU-Land nur dann Flüchtlinge aufgenommen, wenn sie dort auch einen Asylantrag stellen wollen.